Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Wie ihr bestimmt am Titel gelesen habt, zeige ich euch heute, wie man die Waschmaschine, also was man bei der Waschmaschine und beim Trocknen nach jedem Wasch- oder Trockengang halt machen sollte. Wir fangen mal mit der Waschmaschine an. Und zwar seht ihr ja, Moment, ich mache euch mal kurz ein bisschen weiter. Runter. Hier diese Gummimanschette. Hier. Kann man auch so umklappen. Und nach jedem Waschen ist diese halt nicht trocken, sondern hier unten ist immer Wasser drin. Hier ist es schon fast trocken, weil ich das schon gemacht habe. Die ist ja schon seit ein paar Stunden fertig. Also ihr klappt euch die am besten einmal um und wischt dann mit einem Lappen oder so oder mit einem kleinen Handtuch die ganze Manschette einfach einmal trocken. So, wenn die trocken ist, könnt ihr die wieder umklappen. Oh, ich habe euch aber hier ein bisschen verdreht. Dann hier oben beim Fach. Das, also die Tür auch immer offen lassen und das Fach auch immer offen lassen, nicht zu machen. Dann kann es halt sein, dass das irgendwie schimmelt oder so. Ja. Weichspülerfach gegebenenfalls auch mal so ein bisschen trocken putzen hier. Ist auch gerne mal ein kleiner Wasserschluck drin. Ja, ups. Hier oben, wenn das dreckig wird, auch sauber machen. Einfach unter heißem Wasser mit einer Spülbürste und so einfach sauber machen. Oder mit einer alten Zahnbürste, wie auch immer. Einfach sauber machen. Ich mache das auch demnächst mal wieder. Ich habe es zwar letztes Jahr erst gemacht, aber ich sauge hier gerne mal hier oben drauf mit ein bisschen Waschpulver. Ich mache das dann meistens so ein bisschen runter, aber wenn ich dann mit Weichspüler mal hier oben oder hier sauge, ja, auf jeden Fall das immer auflassen. Und halt die Manschette trocken putzen. Dann kommen wir zum Trockner. Ja, der ist jetzt hier fertig. Also, wenn der Trockner fertig ist, könnt ihr natürlich die Wäsche da drinnen lassen und sie mal anders zusammenlegen. Aber wenn ihr die Wäsche da rausräumt, wie ich jetzt zum Beispiel, das hier ist jetzt noch warm. Oh, was ist das denn hier? Einfach so ein Ball. Oh. Ups. So, dann räumt ihr das in den Korb oder so oder legt das direkt zusammen. Und was ganz wichtig ist, ihr nehmt euch das Sieb, macht das hier auf, bei diesem AEG-Wäschetrockner ist jetzt ein Push, da drückt ihr drauf. Dann habt ihr hier schon die ganzen Flusen. Die müsst ihr einmal unbedingt wegmachen. Ich mache das jetzt mal eben. Wenn ihr das nicht macht, ist das eine erhöhte Brandgefahr. Die Trockenprogramme werden länger, weil das also da nichts mehr durch kann, wenn das zu sehr voll ist oder zu voll ist. Ja, und das Trockenergebnis ist dementsprechend auch deutlich schlechter. Also mehrere Sachen, warum ihr das auf jeden Fall nach jedem Trockengang ja, sauber machen solltet. Niemals unter Wasser. Also unter Wasser solltet ihr das nicht sauber machen, weil es dann beschädigt werden kann. So ungefähr sollte es dann noch aussehen, wenn ihr es gemacht habt. Und wo ihr auch ein bisschen wegmachen solltet, ist
zeige ich euch das mal hier. Hier unten seht ihr ja auch so ein paar Flusen, die da manchmal sich da gerne mal versammeln. Die bitte auch entfernen. Könnt ihr mit dem Finger einfach so rein, in die Ecken. Vorsichtig, dass ihr nichts beschädigt. Das dann einfach rausholen. Und logischerweise in den Mülleimer tun. Ja, wenn ihr das getan habt, einfach das Sieb, hier ist eine Fluse, wenn ihr eine Fluse seht, einfach auch noch entfernen, hier in die Führung reintun, auch richtig rum, aber beim Fallschirm geht das auch nicht rein, ich zeige euch mal, ihr seht, da sieht man, dass hier irgendwas nicht stimmen kann, so, jetzt einfach so rein, ja. Und alle ein, zwei Monate auch noch hier unten einmal. Da sammeln sich auch gerne Flusen am Kondensator. Das hier ist jetzt ein Wärmepumpentrockner, aber trotzdem. Und zwar hier hinter dieser Klappe. Da kann ich euch jetzt schlecht zeigen, aber da sammeln sich auch gerne mal Flusen. Die könnt ihr dann einfach mit einem Bürstenaufsatz von einem Staubsauger, also mit einem Staubsauger mit dem Bürstenaufsatz dann drauf, da wegsaugen. Wichtig ist, von oben nach unten, nicht von unten nach oben, damit sich die Flusen nicht weiter da reindrücken. So. Ja. Hier ist jetzt nicht so wichtig, dass ihr die Tür offen stehen lassen müsst. Könnt ihr machen, wie ihr wollt beim Trockner. Und diese Wasserschublade, nicht offen stehen lassen, immer zumachen, zulassen. Also genau das Gegenteil wie bei der Waschmaschine. Damit sich halt kein Schimmel so bildet. Oder sonst irgendwas ansammelt oder sonst was halt, ne? Auf jeden Fall die nicht öffnen. Und das Wasser natürlich auch jedes Mal nach jedem Trocknen leeren. Ich mache das jetzt gleich, weil ich jetzt hier kein Waschbecken habe. Ach, hier ist ein Eimer. Okay, dann nehme ich einen Eimer. Okay, ich muss euch mal kurz ein bisschen zur Seite schieben. Ihr nehmt den waagerecht raus. Vorsichtig, damit nichts überläuft. Dann gibt es hier so ein Teil, was ihr rausziehen könnt. Das zieht ihr einfach raus. Und kippt das dann ins Waschbecken oder so. Oder halt irgendwo, wo man Wasser reinkippen kann. In meinem Fall jetzt hier einen Eimer. Ausleert das auch nach jedem Trockengang. Genau wie das Sieb. Und ja. Wenn der Wasserbehälter leer ist, einfach wieder gerade reinschieben und die Pflege nach dem Trockengang ist hiermit auch schon beendet. Dann würde ich sagen, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Ich werde sie dann beantworten. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und tschüss!